Und da sind wir wieder bei Wind Waker. Yay! Wir sind ja immer noch vor dem Feenkordial und jetzt würde ich sagen, wirbeln wir mal nach Portemonnaie hoch. Oder haben wir den Schatz schon gehoben? Ich glaube schon, oder? Ja, hier haben wir einen Schatz gehoben. Ja. Dann wirbeln wir nach Portemonnaie und von da aus arbeiten wir dann weiter. Ja, klingt gut. Falsch, falsch. Ja, wunderschön. Ja. Der Kanon des Sturms gespielt. Denn wir wollen uns ja immer noch Suzunaris tollen neuen Shop angucken. Naja, was ist neuer Shop? Erweiterten Shop. Ja, seinen vollen Shop. Halt. Ja. Weil wir jetzt alle Items geholt haben. Irgendwie vor 2 Folgen oder so. Ja, der jetzt verdammt umständlich aufgebaut sein wird, wenn man da einkaufen will. Ja. Aber naja. Schauen wir mal. Wir müssen den ja nicht führen, den Shop. Ist ja sein Problem, dass man da nicht ordentlich einkaufen kann. Ja. Irgendwie habe ich wirklich immer so das Gefühl, wenn wir gerade von dem Tornado abgesetzt werden, das macht so ein bisschen dieses Geräusch von diesen Killeronos-Viechern, die einen gerade angreifen wollen. Hm. Irgendwie merkwürdig. Naja, Kletter, Kletter, gut. Roll, roll, roll. Dann guck mal bei ihm auf den Shop. Da ist er. Und wir sehen schon, der hat sich ordentlich verändert, der Shop. Der ist jetzt, ja. Groß. Ne? Ziemlich sogar. Und das Problematische mit dem Einkaufen ist übrigens, man muss ja jeweils zu dem Stand hingehen, bei dem man einkaufen will. Das sind jetzt im Grunde 3 verschiedene Stände bei dem Kerl. Ist immer noch toll, dass er hier nichts anbietet. In seinem ursprünglichen Stand. Das wäre auch zu einfach gewesen, da hinten was draufzustellen. Ja, dann red doch mal mit ihm vorne an dem Hauptstand, sodass er wirklich mit dir redet. Reden Vielleicht hat er ja was zu erzählen. Welch Freude, dich fröhlich und strahlend zu sehen. Dass mein Stand so floriert, das verdanke ich allein dir. Einfach was. Ja, das war ja toller Dialog. Ja. Ich dachte, der gibt uns jetzt noch irgendwas Interessantes. Ein Herzteil oder so? Nee, gar nicht. Ehrlich mal. Ja, auf jeden Fall hier vorne sehen wir jetzt, können wir die ganzen tollen Figuren kaufen. Geh mal hin und guck mal, wie viel die kosten, wenn du die kaufen willst. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag, ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Sieh dich bitte mit Hilfe von 3D-Stick um. Wasserkrüterin-Statuette 60 Rubine. Postboten-Statuette 100 Rubine und Handels-Genie-Statuette 200 Rubine für dieses hässliche Ding. Ich find's schön, dass diese Schädel-Dings-Statuette die ganze Zeit wackelt. Ja, die springt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Ja. Naja, das Windrad dreht sich ja auch und die Postbotenstatuette, das sieht man hier nicht. Die flattert normalerweise mit den Flügeln, wenn sie irgendwo steht. Ja, ne, in der Tat können wir hier allerdings nichts Interessantes machen, außer uns den Stand halt anzugucken. Ja. Also würde ich sagen, dreck mal wieder zurück. Ach, guck mal, wer da steht. Fast wieder zurück zum Roten Leuen. Ja. Ich bin ja so glücklich. Linda, ich liebe dich. Die heißt also Linda. Und warum redet er mit uns und sagt, Linda, ich liebe dich? Na, egal. Dir verdanke ich es, dass ich jetzt mit Anton zusammen sein kann. Linda und Anton. Ah ja. Das sind ja wunderschöne Namen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, wieder zurück auf den Roten Leuen. Und dann holen wir uns die restlichen Schätze in den restlichen Planquadraten, die wir noch nicht gehoben haben. Ja. Zuerst müssen wir zur Ziffi-Insel. Die ist direkt im Norden von hier. Also stellen wir den Wind erstmal wieder dahin. Diddle-ding. Und Wind Nordosten? Ja, wir müssen danach noch nach Osten. Na ja, okay. Und dann muss ich nicht zweimal umstellen. Na gut, wenn du das so meinst, dann mach das so. Auf nach Norden! Ah, ist noch ein bisschen so östlich. Ja. Ich muss einmal halt um die Insel rumfahren. Jetzt fahre ich so, auch auf die Seefähigkeit. Jetzt ist richtig, jetzt ist richtig. Ja, ich guck mal auf die große Seekarte von Tingle. Und wenn wir gerade so in die Richtung fahren, dann überlege ich gerade, ob wir nicht noch kurz was Nerviges anderes kurz einwerfen wollen. Guck mal kurz auf die Karte nochmal und geh mal ein paar Felder nach links. Höher. Ja, noch einer links, ja. Ich meine nämlich einen viel besseren, viel besseren Zeitpunkt dafür werden wir nicht kriegen. Wir müssen leider doch nochmal zur Insel des Sternstaubes zurück, weil wir da was vergessen haben. Naja, es ist nicht so richtig wichtig, aber ich würde so trotzdem gerne alle haben, deswegen. Kannst du auch gleich umstellen, wenn wir da sind. Dann hättest du doch direkt ganz nach Westen stellen können. Jetzt stellst du direkt ganz nach Westen. Ja, jetzt fahr ich direkt hin. Mitten auf dem Weg. Ja. Oder rest mir den Schatz, wenn du jetzt sowieso in die Richtung fährst. Dann musst du nicht wieder nach Norden fahren. Ja, aber dann, wenn ich dann sowieso einmal da bin, dann kann ich direkt hier nach Osten stellen und dahin fahren. Aber ja, einmal hier komplett. Ja, aber durch. Nach Portemonnaie wirbeln das viel schneller. Da hast du nicht ganz unrecht. Egal. Mehr Zeit verschwenden. Ja. Fahren wir doch hier erstmal hin. Passt schon. Segeltrick. Ist es nicht ganz so schlimm, ja. Wusch. Wusch. Wo ist denn der Schatz? An der Insel. Ja. Ist halt ein großer Schatz. Na sowas.
Leider sieht man den von hier aus noch nicht. Das meinte ich. Leider. Und da ist übrigens ein Kanonenboot, nämlich vor seiner Kanone nach. Ein Kanonenboot? Ja. Mein Gott. Links neben dir sind ein paar schwimmende Fässer und jetzt sind sie einfach so vor dir aufgetaucht. Okay. Merkwürdig. Es könnte natürlich auch sein, dass ich die Fässer gerade aktiviert habe, weil ich sie untersucht habe mit Tingle. Wer weiß. Wie auch immer. Ja, dann, ne? Wo ist denn der Schatz? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, genau. Ja. Sonst müsste man den doch eigentlich schon langsam sehen können. Ich meine, nämlich den haben wir hier noch nicht gehoben, aber auch nichts auf der Karte zu sehen. Und es war einfach nur sehr gut versteckt auf der Karte. Ne, man kann hier an der Karte in diesem orangenen Ding da unten drunter, kann man noch sehen, ob man was gehoben hat oder nicht. Welches orangene Ding? Das orangene Feld unter offene Schatztruhe mal 38, wenn da was drinsteht, haben wir da was gehoben. Und wenn nicht, dann ist da noch nichts gehoben. Ah ja. Der ist eigentlich relativ clever gemacht. Ich sehe, was du meinst. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, da ist er. Bewacht von einem Kanonenbrot. Dingel. Meer und Sandschütz, Herr Fee mit starker Hand. Ja, du hast jetzt 10 Sekunden, um das Ding zu heben. Ist schon meine Triforce-Karte. Scheinbar, ja. Direkt an der C4-Insel eine Triforce-Karte. Unglaublich. Ja. Müsste stimmen. Müsste. Ich bin gespannt. Und der Schatz hat aufgehört. Warst du zufrieden mit deinem Bodyguard Tingle? Jederzeit wieder. Es ist auch die Schatztruhe. Keine nervige Vase, die wir gehoben haben. Ja, haben wir noch nicht gehoben. Nee, ich befürchte mal, es würde uns auch gar nicht passieren. Wobei, das können wir mal absichtlich machen. Ja, können wir eigentlich mal zeigen. Und du hast einen Triforce-Splitter gefunden. Jetzt fehlen nur noch 5. Ja, so, und jetzt nochmal nach Westen. Für im Grunde nichts, aber im Endeffekt alles, weil wir ja irgendwie so alles sammeln wollen, ne? Joa. Ja. Da ist ein Feenkordial, da muss ich dran vorbei. Ich guck derweil mal, wo genau auf der Höhe dahinter die Sternenstoppinsel noch gleich hier war. Da. Fahr mal wieder ein bisschen nördlicher, ein ganz kleines Stück, dann fährst du mehr oder weniger direkt drauf zu. Noch ein Stück nördlicher. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, du musst aber immer noch das Planquadrat wechseln. Jetzt müsste sie sichtbar sein. Und sie ist es auch. Oh mein Gott, ein Schatz. Ich wollte sagen, irgendwas war da doch gerade sichtbar. Ein Schatz, der genau auf unserem Weg liegt. Sieht aus, als ob er gehoben werden würde, dieser Schatz. Bonk. Das war eine gute Bremse. Genau getroffen. Und es ist eine Schatzkiste. Na, so überraschend. Nicht einfach so Vasen in der Gegend. ja. Und drin ist immerhin 20. Ein roter Rubin. 20 grüne Rubine. Was für ein Glückstag. Ach ja. Geht so. Ne? Tingle gibt übrigens bekannt, es ist Mittag. Doch, gib meine Uhr auch an. Puh. Tingle macht das aber viel besser. Darüber könnte man jetzt diskutieren. Übrigens, da ist ein Bockblin. Eine Tingle-Bombe wäre bestimmt auch lustig. Ja, da ist auch ein U-Brot. Und eine Möwe. Ah. Ja, ich bin mir recht sicher, hier waren wir schon mal. Ja, ich glaube auch. Mal sehen. Ja, würde ich jetzt sowieso nicht mehr sehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich versuche, so einen Bockblin zu sprengen, aber ich glaube, das wird nichts. Selbst wenn ich ihn treffen würde, würden wir es nicht wissen. Na, er würde auf deiner Karte verschwinden. Da hinten sieht man die verwunschene Bastion durch die Gegend strahlen. Ja, ist auch hübsch, die verwunschene Bastion. Man sieht so ein bisschen die Leuchtstrahl davon, ne? Bilde ich mir nicht nur ein. Ist nicht die Wolke dahinter oder so? Das ist die Wolke. Ja. Die Leuchtstrahlen sind ja aus. Ja. Naja. Die ist ja leer, bis auf die Schweinestatuen, die mit Lasern schießen. ja, die verschwinden ja leider niemals. Unbesiegbar Mistviecher. Ja. So, was wir hier nämlich leider nicht gemacht haben, ist sämtliche Felsen hier vorne wegzusprengen. Ja, ja. Und Tingle wird schon vom Zuschauen hier schlecht, bla bla bla. Texte kennen wir alle schon, die haben wir vor kurzem alle erst gehört. Ja. So, ja, ne? Ich habe ja leider nur die Tingle-Meereskarte, nicht die Tingle-Inselkarte, von daher kann ich hier leider selbst nicht viel machen. So, unter einem dieser Steine befindet sich nämlich genau der letzte blaue Schleim des Spiels. Wir hatten bis jetzt 19 und jetzt, tadadada, haben wir 20. Das sind absolut alle Schleimgeläde des gesamten Spiels. Oh, du bringst sie nicht mal um. Du bist aber gnädig heute. Ja. Ich habe keine Lust, jetzt den Boomerang rauszuholen und mich mit den Mini-Blinzern rumzuärgern. Ja, dann zurück nach Portemonnaie. Sind die Mini-Blinzer einfach ersoffen, als sie ins Wasser gelaufen sind?
Sieht's aus, ja. Okay. Gut zu wissen, Mini-Blitz können nicht schwimmen. Sind also Videospielhelden, eigentlich. Können alle nicht schwimmen. Ja, Lang kann auch nicht übermäßig lange schwimmen. Ja. So, wie gesagt, das hat uns jetzt zwar nicht wirklich was gebracht, leider, aber im Endeffekt wollte ich halt alle blauen Schleimgelees haben, wo wir jetzt sowieso schon 19 hatten. Ja. Auch wenn man nur 15 braucht. Ja. So haben wir jetzt alle 20 gesammelt und mal wieder haben wir Möwen zum Erstarren gebracht mit unserem Wirbel. Ja, die sind immer so fasziniert von diesem Wirbel. Ja, faszinierend. So, und jetzt Wind nach Osten. Dann können wir nach Osten weiter zur, ich glaube, Tapseninsel liegt da. Ja. Das war falsch rum. Ding, ding, ding. Sehr schön. Ja. La, 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 la. Ha, Zell das Wegenlied gespielt. Oh Mann, was? Nach Osten. Nein, nicht ganz. Denn ist Draconia. Ja, aber dazwischen liegt die Tapseninsel. Auf der wir ein paar Mal waren. Ja, einige paar Male. Und irgendwo vor der Tapseninsel muss noch irgendwo ein Schatz sein, den wir heben können. Ich glaube, der liegt sogar unter der Tapseninsel irgendwo. Unter der Tapseninsel? Ja, also nicht unter der Insel, sondern halt jetzt in dem Sinne rechts davon, südlich. Ach so. Quasi. Ja, das werden wir gleich sehen. Oder erinnerst du dich noch an die Schatzkarte? Ich meine, ich könnte mich an die Schatzkarte erinnern, dass es südlich davon liegt. Ach so. Ja, da bin ich ja gleich mal gespannt. Deshalb halte ich auch schon mal südlich drauf. Achtung, Plank vor deinem Wechsel in 3, 2, 1, jetzt und... Ja, da ja, ist er. Südlich. Da ist er. Ha. Sieht aus wie ein Kanonenboot da vorne, aber ich glaube, das ist keins. Wäre irgendwie ungewöhnlich, wenn hier schon Kanonenboote waren. Ich glaube, das sind die Angler. Oder? Ich glaube, das ist Terry. Nee, ist ein Kanonenboot. Okay. Puh. Wann ist das da? Was macht das denn hier? Kanonen? Okay, ich bin zu weit. Kanonenboot hier? Ich glaube es ja nicht. Tingelschild. Oh, wo ist er denn? Ich bin definitiv schon zu weit gefahren, aber... Da. Ja. Nummer 30. Tingel, tingel, Meer und Sand. Schütz, Herr Fee, mit starker Hand. Herr Fee, ich werde dich beschützen. Ausrufezeichen Herz. Ja, ein Stück noch. 6, 5, 4 übrigens. Ja, ein Stück noch. So, jetzt, das muss passen. Das müsste eigentlich Schutz passen. Schutz hört jetzt auf. Puh, Glück gehabt. Wenn die, wenn die Kanonenkugel dich jetzt trifft, dann wirst du auch wirklich getroffen. Der Schutz hat aufgehört. Ja. Oh mein Gott, da krieg ich Viertelherzschaden. Ja. Oh nein! Was werde ich denn das tun? Das wird sehr schmerzhaft für Lang. Ja. Ein Herzteil! Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Also für nur noch zwei, dann hört sich die Energie um eins. Jawohl, nur noch zwei Herzteile, die wir irgendwo einsammeln müssen. Das ist sowieso ziemlich daneben. So, dann gucken wir auf die Karte, wo wir als nächstes hin müssen. Wir müssen als nächstes nach Nordosten. Nach Nordosten? Wir müssen... Ist es da nicht sinnvoll, nach Draconia zu wirbeln? Da. Nee, ne? Oh, so sehr lohnt sich das auch wieder nicht. Oh, was war denn im Nordosten hier für eine Insel? Ich hätte mich jetzt gerade lesen können, aber ich hab's zu schnell. Ja, ich guck selber nach. Da ist die Isla Ursa Major. Das ist das da vorne, das kleine, hässliche... Große Bäreninsel. Nee, die ist deutlich weiter östlich. Ah, dann ist das hässliche Ding dahin. Ja. Und da unterwegs liegt noch ein kleines Schätzchen. Ja. Juhu. Da freuen wir uns mal wieder alle. Ja. Und da links liegt noch ein kleines Schätzchen. Ja, aber der liegt nicht auf dem Weg. Ja, in der Tat. Was nicht wirklich ganz genau auf dem Weg liegt, wird nicht gehoben. Ja. Nicht mehr. Oh, das war jetzt aber ziemlich weit. Oh. Ah, trotzdem noch erwischt. Ja. Eieiei, das Spiel ist aber auch viel zu gnädig mit dir. Vielleicht ist es das. Und da, 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 da. Vielleicht hat das zwischendurch einer die CD ausgetauscht, ist eine neue Version oder so, die ist netter. ja, genau. Bestimmt. Ein roter Rubin, doch so viel. Ja, jetzt sind wir wieder bei über 3000. Herr Fee, Tingle will ins Bett. Tingle, das ist mir egal. Da sind außerdem ein paar Kisten, schnapp sie dir, wenn sie auftauchen. Yay, Bomben! Das heißt, wir einen Bomben-Spaß haben. Ja, ja, ja. Ein Bombenspaß mit Tingle und seinem Bömpchen. Meer und Sand. Nicht einmal ich weiß, was dann passiert. Eine Mutprobe, Herr Fee. Ja, dann lässt du mich wieder schweben und ich kann das Segel wieder nicht einsetzen. Genau das. Du bist technisch gesehen gerade nicht auf dem Boot, weil du schwebst. Deshalb darfst du das Segel nicht benutzen. Zum Teufel. Hier ist Swingle, bester Empfang. Alles klar, Lang? Ich habe leider nichts, das ich dir verkaufen könnte. Ruf mich doch ein andermal an. Pff. Südlich von hier liegt Draconia. Die Insel kann, kann man vom Tingelturm aus sehen. Was? Hä? Ist Draconia sichtbar von Tingels Turm aus? Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube ja. Echt? Weil Draconia eine von diesen großen, wichtigen Inseln ist. Hm. Kann die, glaube ich, immer sehen. Okay.
Ja, ne? Da ist auf jeden Fall... Die oder Tingle hat sehr gute Augen. Oder das. Teleskopaugen. Da ist auf jeden Fall die Isla Ursa Major. Und irgendwo muss hier der große Schatz sein. Da ist er auch schon sichtbar. Wunderbar, wunderbar. Da haben wir nichts wie hin. Das ist noch ein Kanonenbrot. Ja, ich mach schon mal wieder den Tingle-Schild bereit. Eine Menge Kanonenbrot in letzter Zeit. Tingle, Meer und Sand schützt Herr Fee mit starker Hand. So, wo ist denn die Schatzkarte? Nee, ist sie nicht, auch nicht, fast, nee. Müssen wir wohl weiter zurück, schade aber auch. Nee, haben wir alle schon gehoben? Nein, mein Gott, man bräuchte echt einen Filter für die, die man noch heben muss. Ja, da wäre ich definitiv für. Hast du schon? Da muss eine Triforce-Karte gewesen sein, da. Da, steht drauf. Wir stehen genau drauf, ja, es ist Nummer 7. Und die Kanonenbrote feuern auf sich gegenseitig. Das eine brennt schon zweimal. Hey, die machen sich platt, die Kerle. Das ist übrigens ein Gargorak. Ja. Ein weiterer Triforce-Splitter. Finde noch 4 weitere. Yo. So, wo ist die nächste Insel? Haben wir die im Nordosten schon? Ja, ich meine schon. Blring. Müsste man jetzt dann hier, glaube ich, nach, ja, das kann man ja hier auch nochmal sehen. Dann werden wir jetzt nach Draconia wirbeln und südlich fahren. Ne, die haben wir auch schon, oder? Ne, südlich von Draconia? Ich glaube, die haben wir. Echt? Kannst du nicht... Ist da ein roter Kreis auf der Insel? Ich glaube, ja. Weißt du was, ich gehe zum Turm der Götter und im Notfall kann ich immer noch von da aus nach Nordosten fahren. Ja, das stimmt wohl. Weil der Wind dann gerade da auch richtig steht. Und sonst kann ich einfach nach Südwesten fahren. Ja, überprüf's mal auf der Karte jetzt. Ja, ich prüf's auch, aber ich meine, also es sah für mich irgendwie so aus, als hätten wir die da schon, aber schauen wir mal. Sieht mehr nach einem Fleck auf der Karte aus. Ja, hat der Fisch uns sauber gemalt. Der Fisch! Ja, haben wir. Ja, ja gut. Aber wir lagen einfach nur extrem nah dran an der Nägelspitze. Wenn wir gerade hier sind, besucht doch mal bitte den Turm der Götter. Ich habe da drin noch was zu erledigen, das wir nicht erledigt haben, als wir das erste Mal hier waren. Und das will ich jetzt noch eben machen, egal wie lange es jetzt dauert. Oh Mann. Ray, Long, es ist noch zu früh für dich hierher zu kommen. Das Masterschwert magst du seine alte Stärke wieder haben, aber ohne das vollständige Triforce kannst du nicht nach Hyrule unterhalb des Meeres gelangen. Dein einziger Gedanke muss es jetzt sein, so schnell wie möglich alle 8 Splitter zu finden, um das Triforce wieder zusammenzusetzen. Ja, haben wir den Text auch mal bekommen. Nee, in den Turm der Götter will ich allerdings rein. Denn da haben wir beim letzten Mal schon von gesprochen, wir haben auch ein paar davon gefunden, aber wir haben uns nicht vollständig drum gekümmert. Hier drin kann man nämlich eine Legende finden von einer legendären Fee. Dieser Text ist auch vollkommen sinnlos, genau wie der blaue Schleim, den wir gerade eben besucht haben, aber ich will ihn trotzdem der Vollständigkeit halber gerne mal zusammengesammelt haben. Dafür muss ich nur hier durch, ne? Ja. Dafür musst du nur einmal da vorne durch. Ich weiß auch noch ungefähr, wo die Seiten sind, also sollte das scheinbar jetzt nicht hast du so irgendwann sein. Zwischendurch mal Research gemacht, um herauszufinden, wo die eigentlich sind. Ja, das letzte Mal wussten wir es ja nicht. So, geradeaus durch. Ignoriere den einfach. Roll dich einfach durch den Raum durch. Ich wollte gegebenenfalls für die Ratten. So, die Lifts sind nämlich sowieso noch aktiviert und dann lässt du dich einfach hochtransportieren. So, denkst du musst rechts rüberspringen, dann direkt wieder links rüberspringen gleich. Nervige Aufzugpassage hier vorne. Ja, auf den rüber, wunderbar. Und jetzt sind wir schon am großen Raum. Das dauert ja zum Glück nicht so lange, wenn man das alles schon mal gemacht hat. So, jetzt gehen wir erst nach links. Okay, erst nach links. Links! Links! Wir sollten die Seiten dann auch in der richtigen Reihenfolge sammeln. So, und dann gegenüber direkt in den Raum. Du kannst die Plattform benutzen, die aus den Wänden rausfahren. Autsch, seit wann sind die Ritter da? Die sind aktiviert, seitdem die Plattform auch aktiviert sind. Du bist gerade runtergesprungen. Ja, ich hatte irgendwie gehofft, die Plattform geht in die andere Richtung. Tat sie aber nicht so richtig. Huhu! So, Nummer 1, Nummer 2 und auf der anderen Seite. Wunderbar, jetzt musst du nur gleich wieder durch den Raum zurück. So, hier gibt's jetzt oben eine Greifhakenstelle, an die musst du dich dranhangeln. Und dann darfst du dich aber nicht auf die andere Seite schwingen. Sondern du benutzt jetzt die Turm der Götter Glockenstrategie. Vollbremsung. Und jetzt kletterst du komplett hoch. Und ah, ja. Und dann kletterst du hier oben drauf. Wunderbar. Du hast die erste Seite der Legende gefunden. Insgesamt gibt es 5 Seiten. Du kannst sie dir in der Halle durchlesen. So, und jetzt zurück in die Halle. Dann gehen wir durch die nördliche Tür. Ja! Ja, wird eine Bonus besonders lange Episode heute. Ja, scheinbar. So, zum Glück sind die Gegner noch weg. Tot. Kannst du übrigens auch das Deko-Block benutzen, um auf die Plattform schon drauf zu kommen. Oder du wartest eben, so dass wir nichts riskieren. Ja. Wie gut ich mit dem Deko-Block bin, haben wir ja schon mal bewiesen. In der Tat. So, und auf die andere Seite.
Wunderbar. So, durch die nördliche jetzt Tür? Durch den nördlichen, genau. Okay. Wupp, wupp, wupp. So, dann müssen wir jetzt einmal rechts in die Tür. Brauchst du gar keinen Gegner für besiegen oder Statuen verschleppen, musst einfach nur rechts unten in die Tür. Ja, wunderbar. So, hier haben wir jetzt diesen nervigen Raum mit den fliegenden Plattformen. Du musst jetzt erstmal mit Lang hier gegenüber, genau da wo Tingle jetzt ist, einmal in den Abgrund springen. Das ist keine andere Wahl, als in den Abgrund zu springen, aber das machst du ja sowieso gerne, von daher ja, ist es ja kein Problem. Rupp. Du hast die zweite Seite der Legende gefunden. Insgesamt gibt es 5 Seiten. So, jetzt müssen wir wieder zurück durch die Tür. Okay. Und dann musst du jetzt oben gegenüber in die große Tür. Also musst du die Ritter auf die Plattform da oben werfen, damit wir die Gewichte wieder ausgleichen. Und des Weiteren nerven. Kannst du die Fledermäuse töten? Warte. Bam! Irgendwas habe ich getötet. Das ja. war der Magier. Und ich bin trotzdem oben. Bam! Wunderbar. Ja, wie gesagt, jetzt Statuen zum Ausgleichen. Wupp, Nummer 1. 20 Rubine, sehr schön. Und dein Herz, das du hast es bekommen? Ja. Nummer 2. So, und jetzt kannst du auf die andere Seite rüberspringen. Das kennen wir alles schon, haben wir schon mal gemacht. Ach, Quatsch. Ist noch gar nicht mal so übermäßig lange her, oder auch doch. So, und jetzt musst du hier draufklettern und links... links, ne? Ja, links auf die, sogar. Ja, das links auf das Laserding draufspringen. Blablabla, bla, bla, Tingelhaken und so weiter und so fort. Hier bin ich, komm zu mir, hierher. Du hast die dritte Seite der Legende gefunden. Insgesamt gibt es 5 Seiten. So, und jetzt müssen wir die östliche Tür im Hauptraum nehmen. Also muss wieder zurücklaufen. Okidoki. Loki. Moki. Wie hast du da vorbeigeschossen, Lang? Arme Fledermaus. Knapp an der Leiter vorbei. Leitern und Wasser und so. So, sind zum Glück nicht übermäßig groß, die ganzen Räume hier. Glücklicherweise, ja. Und jetzt, wie gesagt, durch die östliche Tür. Oh, und Tür. Rupp. So, da gehst du jetzt erstmal rechts in den Gang da vorne. Also auf die Plattform dann rechts. Das mit der Plattform? Auf die Plattform. Und jetzt töte ihn. Genau. Da vorne rein. Mit Eisfallen wäre das besser gewesen, aber egal. 2 normale Pfeile so, reichen drauf. So, jetzt müssen wir eben warten, bis wir hochfahren. Gibt ja leider keine andere Möglichkeit hier vorne. Ja, gibt keinen, wie gesagt, keinen Tingle-Anti-Gravitation. Und wupp. So, hier drin müssen wir jetzt die Säule oben killen. Die genau vor dir, ja. Hey, da kann ich übrigens nichts gegen machen, das macht Tingle automatisch. Bam! Ja. Warte, ich hab sie noch nicht. Jetzt. Du hast die 4. Seite der Legende gefunden. Insgesamt gibt es 5 Seiten, bla bla bla. Und jetzt müssen wir noch dahin, wo du gerade den Pyromagus gekillt hast. Kannst du mit dem Dekoblatt hinfliegen. So, und der ist ganz einfach. Der ist nämlich einfach hier vorne links, direkt vor dieser kleinen Statue hier vorne. Genau da. Hey! Hier bin ich, komm zu mir, hierher. Du hast die 5. Seite der Legende gefunden. Insgesamt gibt es 5 Seiten, bla bla. So, und jetzt müssen wir in die Haupthalle zurück, um das Ganze lesen zu können. Hurra! Hat doch gar nicht so übermäßig lang gedauert. Plattform wieder rüber. Ja, wie gesagt, auch wenn die Legende jetzt wahrscheinlich nicht so übermäßig spektakulär wird, leider. Egal. Wir lesen sie jetzt. Ja. So. Ich muss unter deinen Füßen sein, um sie lesen zu können. Also geh mal nach links vor die. Genau, blablabla. So, genau da musst du dich entscheiden. Ein Stück nach links. Ja, hab sie. Feenlegende Nummer 1, dann lese ich mal. Vor langer Zeit gab es einen Jungen in grünem Gewand, der die Welt rettete und als Held der Zeit in die Geschichte einging. Aber auf einer Insel erzählt man sich die Geschichte der Fee, die den Helden der Zeit gerettet hat. Feenlegende Nummer 2. Man sagt, dass der Held der Zeit dieser Fee auf seinen Reisen begegnet sein soll. Der Held hatte sich vollkommen verlaufen und die Fee erschien ihm daraufhin. Durch Zauberei flog sie empor und mit einem Geräusch, als würde ein Luftballon zerplatzen, stieg sie wieder herab. Ah ja, wie zufällig. Feenlegende Nummer 3. Und kaum hatte die Fee dem Helden eine Karte gegeben, flog sie auch schon von dannen.
Die Fee hatte nämlich schon im Vorfeld gefährliche Orte besucht und für den Helden auf der Karte verzeichnet. Dank ihrer Tüchtigkeit wurde der Held der Zeit fortan gerettet und verdankt der kleinen plumpen Gestalt viel. So sagt die Legende. Feenlegende Nummer 4. Feen leben für tausende von Jahren. Doch diese Fee war ein wenig anders. Sie wurde am Rand eines Sees geboren und war erst 35 Jahre alt, als sie dem Helden der Zeit begegnete. Nur wenig ist über diese Fee bekannt. Feenlegende Nummer 5. Die Legende der mysteriösen Fee, die keiner kannte. Auf einer Insel wird der 35. Geburtstag mit grünem Gewand und roten Hosen gefeiert. Zu Ehren der legendären Fee Tingel. Ja, und ja. Das war die Geschichte der legendären Fee. So, jetzt können wir den Top der Götter wieder verlassen. Ja, die wollte ich einmal mindestens komplett gezeigt haben, weil wir es nicht gemacht haben, als wir beim ersten Mal hier drin waren. Wie gesagt, nichts wirklich Interessantes, aber halt so eine ganz nette Sache, die man eigentlich mal zeigen kann. Haha. Mistige Ratten, mistiges Auge. Haha, das Auge denkt, du wärst auf dem Boden. Aha. Lächerliches. Programmierung. Ja. Moment bitte übrigens, die Karte lädt. Ganz was Neues. Tingel, Tingel, Meer und Sand, es helfe die heilende Hand. Nicht, stopp, warte. Tingel kommt gerade, trink Tingel. Es dauert aber auch immer Ewigkeiten, bis dieses verdammte blaue Elixier endlich anschlägt. Ich wäre längst schon wieder aus dem Dungeon raus gewesen, ich hätte mal wieder gecancelt. Eben. Lang, bla 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 bla. Ja, und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier am Turm der Götter wieder, wenn wir die restlichen Schätze heben gehen. Bis dahin, ciao. Aloha.